Hey Leute, es gibt mal wieder ein neues Star Wars Fraktionsvergleich-Video. Heute mit einem Vergleich der Flotten der verschiedenen Fraktionen des Star Wars Universums. Dabei werden wir uns heute mit den Flotten der Republik, der Separatisten, der Rebellen, des Imperiums, des Widerstands und der Ersten Ordnung befassen. Ich würde hier super gerne auch Flotten aus Legends, der Alten Republik, des Sith-Imperiums, der Neuen Republik, der Harpana, der Chiss oder der Yuuzhan Vong mit reinnehmen. Das würde dieses Video allerdings weit, weit sprengen. Deswegen beschränken wir uns hier auf die 6 Hauptfraktionen des Kanons. Dieses Video ist übrigens in Zusammenarbeit mit meinem zweiten Kanal Sci-Fi Basis entstanden, auf dem seit gestern schon ein Video mit einem Vergleich verschiedener Fregatten aus verschiedenen Universen online ist. Mit der Munificent Fregatte aus Star Wars, der Steamrunner Klasse aus Star Trek, der Starward aus Halo sowie der Normandy aus Mass Effect. Das Video findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung und am Ende dieses Videos verlinkt. Okay, aber fangen wir jetzt mit den Flotten der Republik an. Die genaue Anzahl und Größe der Flotten der Großen Armee der Republik kennen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass die komplette Große Armee der Republik aus insgesamt 10 Systemarmeen bestand, wobei sich diese Systemarmeen aus jeweils 2 Schlachtarmeen zusammensetzen. Also können wir davon ausgehen, dass die Große Armee der Republik ca. 20 Armeen und damit auch 20 große Flotten hatte. Jede einzelne dieser Flotten bestand aus mehreren Großkampfschiffen sowie vielen Unterstützungs- und Versorgungsschiffen. Die prominentesten Schiffe in diesen Flotten waren die Venator und Akklamator Sternzerstörer. Die Venator Sternzerstörer waren sowohl Großkampfschiff wie auch Jägerträger, die teilweise Hunderte an Jägern befördern konnten. Und die Akklamator übernahmen auch die Rolle eines Großkampfschiffes sowie eines Truppentransporters. Zum Ende der Klonkriege setzte die Republik sogar Sternzerstörer der Victory-Klasse ein. Doch das war eher die Seltenheit als die Norm. Zu diesen großen Schiffen kamen dann noch viele kleinere Fregatten und Korvetten. Unter diese fielen zum Beispiel die Fregatten der Pelter-Klasse, die viele verschiedene Aufgaben übernahmen. Sie konnten für die Lieferung von Waren genutzt werden, für die Versorgung Verwundeter, aber auch als Jägerabwehr dienen. Extra auf die Jägerabwehr ausgelegt, waren die leichten Kreuzer der Architons-Klasse, die aber durchaus auch viele, viele andere Jobs in der Flotte der Republik übernehmen konnten. Zu diesen Schiffen waren in den Flotten der Republik auch noch die Schiffe verschiedener planetarer Verteidigungsflotten vertreten. Vor den Klonkriegen hatte die Republik ja keine richtige eigene Armee, wodurch die einzelnen Systeme ihre eigenen Verteidigungskräfte besaßen. Zu Beginn der Klonkriege wurden viele dieser kleineren Armeen dann verstaatlicht und mit in die Große Armee der Republik aufgenommen. Dadurch befand sich auch ein großer, bunter Mix der verschiedensten Schiffe, von jahrhundertealten Rostlauben bis hin zu den neuesten Kriegsmaschinen in den Flotten der Republik. Okay, kommen wir damit zur Flotte der Konföderation unabhängiger Systeme, auch besser bekannt als den Separatisten. Diese gründeten sich zu Beginn hauptsächlich aus vielen verschiedenen galaxisweit operierenden Firmen. All diese Firmen hatten schon ihre eigenen Schiffe, die sie zum Transport, aber auch zum Schutz von Waren eingesetzt hatten. Andere Firmen stellten aber auch sogar selbst Kriegsschiffe her und konnten die so ihrer Sache zur Verfügung stellen. So wurden aber auch viele nur spärlich bewaffnete Frachter in große Kriegsmaschinen umgewandelt. So zum Beispiel die Lucrohulk-Transporter der Handelsföderation. Zum Ende der Klonkriege hin waren diese mit die gefürchtetsten Schiffe der Separatisten. Leider wissen wir nicht genau, wie groß die Flotten der Separatisten waren. Einige Quellen geben allerdings an, dass die Separatisten wesentlich mehr Schiffe besaßen als die Republik. Ein großer Vorteil, den die Separatisten hatten, war auch der, dass ihre Schiffe oft zu einem Großteil von Droiden bemannt wurden. Es wurden nur wenig lebende Wesen gebraucht, um ein Schiff dort zu bemannen, was dann auch dafür sorgte, dass die Separatisten nur wenig Verluste machten, wenn ein Schiff von ihnen zerstört wurde. Kampfdroiden ist aber auch ein gutes Stichwort, denn wir wissen, dass Kampfdroiden oft auch in Raumkämpfen zum Entern von Schiffen eingesetzt wurden und von diesen hatten die Separatisten mehr als genug. Genauso wie auch von Droiden-Sternjägern. Die Vulture-Sternjäger der Separatisten waren zum Beispiel nicht die schlauesten, doch in der Masse konnten sie den Sternjägern und Großkampfschiffen der Republik immer noch sehr, sehr gefährlich werden. Und die Separatisten hatten viele von diesen Sternjägern. Der bereits erwähnte Lucrohulk konnte zum Beispiel alleine 1500 Sternjäger mit an Bord transportieren.
Andere wichtige Schiffe der Separatisten waren die Providence-Kreuzer und Dreadnoughts, die sowohl als Großkampfschiff wie auch Jägerträger dienten, sowie die Munificent-Fregatten und Requisant-Zerstörer, die gute Unterstützungsschiffe waren. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist die Malevolence, das massive Schiff der Subjugator-Klasse, das wir ruhig als Superwaffe ansehen können. Denn die Malevolence hatte zwei riesige Ionenkanonen verbaut, die die Elektronik getroffener Schiffe vollkommen lahmlegen konnte. Damit konnte die Malevolence ganze Flotten innerhalb kürzester Zeit in fliegende, wehrlose Metallklumpen verwandeln, die ohne Probleme aus dem Weg geschossen werden konnten. Kommen wir zu den Flotten der Rebellenallianz. Nach dem Fall der Republik dauerte es ein wenig, bis sich vernünftiger Widerstand gegen das Imperium bilden konnte. Doch da das Imperium fast die ganze Galaxis unter seiner Kontrolle hatte, musste die Rebellenallianz auf alles zurückgreifen, was ihr in die Hände kam. Das waren Schiffe von ehemaligen planetaren Verteidigungsflotten, Schiffe von Senatoren, die die Allianz unterstützten, Schiffe von Schrottplätzen, die wieder aufbereitet wurden, Schiffe, die die Rebellen stohlen oder imperiale Deserteure ihnen schenkten, aber auch Schiffe, die die Rebellen von ehemaligen Separatisten bekamen. Somit waren die Flotten der Rebellen ein riesiger Flickenteppich, der aus so ziemlich jeder Art von Schiff bestand. Viele der Schiffe waren eigentlich unbewaffnete Transporter oder nur leicht bewaffnete Schiffe, die die Rebellen für ihre Zwecke modifizierten. Sogar ihre größten Großkampfschiffe, der Mon Calamari, waren eigentlich früher Kreuzfahrtliner gewesen, auf dem die Superreichen Trips durch die Galaxis unternehmen konnten. Dabei waren diese Schiffe kaum bewaffnet gewesen, dafür mit starken Schilden ausgestattet. Als die Rebellen diese Schiffe erhielten, wurden dann an ihnen einfach noch ein paar mehr Turbolaser und Ionenkanonen befestigt. Was bei der Rebellenallianz aber auch nicht zu vernachlässigen ist, sind ihre vielen verschiedenen, sehr starken Sternjäger. Die Allianz setzte oft auf schnelle Angriffe mit kleinen, wendigen Schiffen, die so viel Schaden wie möglich anrichten und dann schnell wieder verschwinden sollten. Dafür nutzte sie sehr viele, sehr starke Sternjäger, wie die X- und Y-Wings zum Beispiel. Die waren schwer bewaffnet, mit Schilden und Hyperraumantrieben ausgestattet und hatten sogar noch einen Astromech an Bord, der viele Aufgaben übernehmen konnte. Doch trotz allem waren die Flotten der Rebellenallianz längst nicht so groß wie die des Imperiums. Beim Imperium haben wir sogar für eins ihrer Schiffe eine konkrete Zahl, denn das Imperium soll ca. 25.000 Sternzerstörer der Imperium 1 und 2 Klasse besessen haben. Diese Sternzerstörer wurden mit anderen kleineren Schiffen wie Sternzerstörern der Victory-Klasse, schweren Kreuzern der Dreadnought-Klasse und Fregatten der Lancer-Klasse eingesetzt. Dabei gab es im Imperium die sogenannten Sektorflotten, die für ganz bestimmte Sternsysteme zuständig waren. Es gab aber auch mobile Flotten, die gerade dort eingesetzt werden konnten, wo sie eben gebraucht wurden. Und wenn ein neuer Krisenherd ausbrach, konnten sie dann eben auch zu diesem weiterziehen. Wir wissen definitiv, dass das Imperium vor allem auf seine großen Großkampfschiffe setzte. Es setzte zwar auch Jäger ein, doch diese waren zwar schnell, aber generell schlecht bewaffnet, gepanzert und ohne Schilde. Deswegen brachten diese nur in Masse wirklich etwas. Beim Imperium nicht zu vergessen, sind aber auch die wesentlich größeren Dreadnoughts, die das Imperium auch zur Verfügung hatte. Darunter fielen natürlich die verschiedenen Exekutor-Supersternzerstörer. Aber eben auch zum Beispiel Dreadnoughts der Assertor-Klasse. Mit diesen riesigen, mehrere Kilometer langen Schiffen dominierte das Imperium das Feld der Großkampfschiffe zu seiner Zeit. Dahinzu kommen aber auch noch Superwaffen wie der erste Todesstern. Auch wenn dieser eigentlich auf die Zerstörung von Planeten ausgelegt war, war er doch auch mit so unglaublich vielen konventionellen Waffen ausgestattet, dass er es gut alleine mit mehreren gegnerischen Flotten hätte aufnehmen können. Knapp 30 Jahre später entstanden die Flotten des Widerstands. Diese waren durchaus ähnlich aufgebaut wie die der Rebellenallianz. Dafür kleiner, aber mit fortschrittlicheren Schiffen. Auch der Widerstand erhielt Schiffe von Sympathisanten durch Diebstähle und von Schrottplätzen und dergleichen. Die Flotte, die wir am Ende von Episode 9 gesehen haben, zähle ich hier übrigens nicht mit, da diese streng genommen nicht zum Widerstand gehörte. Selbst zu den besten Zeiten bestand die Flotte des Widerstands aus nicht mehr als ein paar Großkampfschiffen und einigen Jägerstaffeln. Die Flotten der Ersten Ordnung waren dagegen schon größer. Wir wissen, dass diese hauptsächlich aus den Sternzerstörern der Resurgent-Klasse bestanden, dass die Erste Ordnung aber auch einen Mega-Sternzerstörer, die Supremacy, hatte und noch einige Schiffe des Imperiums mitnutzte.
Auch die Erste Ordnung nutzte, ähnlich wie das Imperium, nicht die besten Sternjäger. Wobei sie bei einigen der neueren Modelle durchaus bessere Technologie wie zum Beispiel Schildgeneratoren verbaute. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Erste Ordnung längst nicht so eine große Truppenstärke hatte wie das Imperium, da die Erste Ordnung hauptsächlich darauf setzte, die wichtigsten Systeme unter Druck zu halten, um die Galaxis unter Kontrolle zu bringen. Sie hatte allerdings nicht genug Flotten, um überall in der Galaxis vollkommen präsent zu sein. Okay, jetzt da wir alle 6 Fraktionen kennen, lasst uns die mal in ein Ranking setzen, wer für mich auf den letzten, auf den ersten und welche auf die Plätze dazwischen kommen. Für mich landet auf dem 6. Platz die Flotte des Widerstands. Diese ist nicht nur winzig, sondern teilweise auch mit 9, teilweise aber auch mit alten Schiffen ausgestattet. In einem richtigen Kampf gegen jegliche andere Raummacht dieses Videos hätte diese keine Chance. Und hier wird es auch schon schwierig, da die Flotten der anderen Fraktionen recht nah beieinander liegen. Ich würde allerdings auf den 5. Platz sogar die Streitkräfte der Ersten Ordnung packen. Ja, die haben mit die fortschrittlichsten Schiffe, aber gerade auch im Bereich der Jäger haben sie sich im Vergleich zum Imperium kaum verbessert. Dazu sind auch die Streitkräfte der Ersten Ordnung nicht wirklich so groß wie die der anderen 4 verbliebenen Fraktionen, weshalb ich die Erste Ordnung nicht höher platzieren kann. Auf den 4. Platz kommt für mich die Rebellenallianz. Vor allem ihre vielen starken Jäger geben ihr einen großen Vorteil. Doch die Streitkräfte der Rebellen sind so wild durcheinander gewürfelt und immer noch kleiner als die der anderen Streitkräfte. Dazu kommt, dass die Rebellen kaum eigene Schiffswerften hatten und sich somit mit dem zufrieden geben mussten, was sie so bekamen. Deswegen schaffen sie es für mich nur auf den 4. Platz. Der 3. Platz geht für mich an die Großarmee der Republik. Die Vorteile von den Flotten der Republik ist ihre große Vielseitigkeit. Die Republik nutzte sowohl sehr gute Großkampfschiffe, Unterstützungsschiffe wie auch Sternjäger. Doch auch hier ist für mich ein großes Problem wieder, dass die Truppenstärke und damit auch die Anzahl der Schiffe der Republik deutlich niedriger ist als die der Separatisten und des Imperiums. Zudem besitzen sowohl Imperium wie auch Separatisten sehr, sehr mächtige Dreadnoughts und Superwaffen, die die Republik einfach nicht hatte. Okay, damit sind nur noch die letzten beiden Plätze übrig. Und das sind wirklich die schwersten. Doch ich denke, ich muss hier mit den Separatisten für den 2. Platz gehen. Sie haben einfach eine so riesige Anzahl an Schiffen, Sternjägern und Kampfdroiden, dass sie dadurch über die meisten Fraktionen in diesem Video einfach drüber rollen könnten. Nimmt man dann noch die Malevolence und die unglaublich mächtigen Lucrahulk-Schlachtschiffe hinzu, haben die Raumkräfte der Separatisten den 2. Platz wirklich verdient. Und damit bleibt noch der 1. Platz für das Imperium. Ja, das Imperium hatte einige Schwächen, wie zum Beispiel seine schlechten Sternjäger, sowie das sture Vertrauen auf viel zu große Schiffe. Doch die Schiffe, die das Imperium hatte, waren unglaublich mächtig. Zudem hatte das Imperium genug dieser großen, mächtigen Schiffe, um einen Großteil der Galaxis damit abdecken zu können. Das hat keine andere Fraktion in diesem Video sonst geschafft. Nimmt man dann noch die weiteren Superwaffen hinzu, kann der 1. Platz hier wirklich nur an das Imperium gehen. Aber was sagt ihr? Welche dieser Raumkräfte würdet ihr hier auf den 1. Platz setzen? Und wie sieht generell euer Ranking aus? Haut es unten in die Kommentare. Heute wird es mal keine Frage aus der Community geben. Da machen wir im nächsten Video mit weiter. Hier findet ihr noch das Video mit einem Vergleich verschiedener Fregatten auf Sci-Fi-Basis. Hier ein Video über die Evolution der TIE-Jäger und hier noch ein Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein!